Leistung eine Differenz betrachten. Statt also mit Bezug auf mein heutiges Thema Beiträge und Leistungen von gelehrten Männern und Frauen in den Mittelpunkt zu stellen, das wäre sicher möglich und sicher auch interessant, werde ich abstrakter die Leistungen der Geschlechterdifferenz in den Blick nehmen, einmal für die Kultur der neuen Wissenschaften von der Natur und deren Wandel, zum anderen für die Entwicklungsgeschichte der Universität. Und dass das zwei verschiedene Teile sind, möchte ich im nächsten Abschnitt meines Vortrags erzählen. Wir können uns also wieder in die Neuzeit zuwenden. Um die zeitspezifischen Leistungen der Geschlechterdifferenz zu verstehen, müssen wir, wie die Gelehrten damals auch, sozusagen die Universität wieder verlassen, zumindest zunächst einmal. Man muss sich vor Augen halten, dass in dieser Periode wichtige für die modernen Wissenschaften und insbesondere die im 19. Jahrhundert dann sogenannten Naturwissenschaften wegweisende Methoden, Praktiken, Institutionen, Wissensideale, Kommunikationsformen, Zeitschriften und solche Dinge überhaupt erst entwickelt werden mussten. Das ist alles erstmal nicht da. Wir haben ein recht klar auf Religion und auf wenige überlieferte Autoritäten zentrierte Universität am Ende des Mittelalters. Das wissen wir. Die Mittelalter-Spezialisten werden mir verzeihen, wenn ich das so vereinfache, aber im Kontrast zu dem, was sich entwickelt, muss man die enorme Begrenztheit dieser traditionellen Universität in den Händen haben. Also, während das Denk- und Arbeitsfeld der universitären Wissenschaften sich wenigstens bis zum Ende des 17. Jahrhunderts auf ein relativ begrenztes Spektrum von Wissensinhalten aufbeschränkte, vermehrte sich außerhalb der Universität seit dem Ende des Mittelalters in fast allen Lebensbereichen verfügbare Wissen enorm. Die vier Fakultäten der traditionellen Universität ließen aber, anders als heute die Universitäten, weite Teile dieses in der Gesellschaft an ganz unterschiedlichen Orten akkumuliertes Wissen unberücksichtigt. Also denken Sie nur, um ein paar Stichworte zu nennen, an die Seefahrt, technische Entwicklungen, Bergbau, aber auch viele Entwicklungen im vormodernen Haushalt sind sehr wichtig, zum Beispiel für die spätere Chemie, für die Pharmazie und solche Dinge. Also eine riesige Entwicklung von Wissen eigentlich, was aber in der Universität, an der Universität gar nicht repräsentiert ist, auch nicht gelernt werden kann oder weitervermittelt wird, zumindest nicht im Rahmen der Curricula. Gelehrte spielen allerdings eine Rolle in der Sammlung oder auch in der Verbreitung solcher Wissens unter Umständen. Aber viel Wissen ist überhaupt nicht erforscht, wird nicht erforscht. Vor diesem Hintergrund war sogar die Suche nach Neuem selbst eine Neuerung. Dieser Suche zugrunde liegende Einstellung verbreitete sich ebenfalls erst allmählich, denn die christlich-lateinische Tradition hatte die Neugierde jahrhundertelang als religiös unschickliche Augenlust, als concupiscentia oculorum verfüllt. Ob inhaltlich, methodisch oder institutionell auf allen Ebenen der Wissensproduktion ergab sich gerade für die Naturforscher und Naturphilosophen die Notwendigkeit zu Grenzüberschreitung. Und zwar insbesondere auch in Richtung auf den außeruniversitären Bereich. Häufig war es deshalb außeruniversitäres, anderes Wissen, also in den Bereichen, die ich gerade angedeutet habe, für das sich neuerungswillige Gelehrte interessierten. Im nicht-universitären Bereich suchten sie alternative Wissensideale, Inhalte, Methoden der Wissensproduktion, aber auch natürlich Verbündete, Anregungen, Geldgeber, ein neues Publikum. Also alles musste erstmal verändert werden. In einem letztlich für die Herausbildung der modernen Rationalitäten und auch das heutige Wissenschaftssystem entscheidenden Außenraum kam auch der Geschlechterdifferenz neue Aufgaben zu. In der frühen Neuzeit in ganz Europa und in unterschiedlichsten Lebensbereichen, jeweils mit der Geschlechtsmarkierung verknüpften Bedeutungen, wurden tatsächlich
auch in den gelehrten und nicht gelehrten Auseinandersetzungen um Wissen und Erneuerung des Wissens auf. In diesem Zusammenhang ergaben sich Leistungen der Geschlechterdifferenz auf praktisch allen Ebenen der Entwicklung der neuen Wissenschaften von der Natur, also der späteren dann auch sogenannten Naturwissenschaften. Einige davon möchte ich im folgenden Teil umreißen. Also jetzt geht es um die Geschlechterdifferenz. Dem zeitgenössischen Begriff der frühen Wissenschaften von der Natur entsprach noch kein kohärentes Programm. Vielmehr entwickelten sich diese Wissenschaften unter anderem im Wandel traditioneller Naturvorstellungen. Diese Naturvorstellungen hatten ganz selbstverständlich eine gegenderte, wenn man das so sagen will, Seite. Natura oder auch Fauna wurden seit der Antike gerne personifiziert und damit als weiblich gedacht und vorgestellt. Und das darf man sich nicht nur illustrativ vorstellen, sondern es ist wirklich ein Modus der Perzeption. Wurden seit der Natura oder auch Fauna wurden seit der Antike gerne personifiziert, als weiblich gedacht und aus sie wurden weiblich gedacht und gerade aus dieser Vorstellung von der Natur konnte man neue Vorstellungen auch über Annäherungsweisen an die Natur entwickeln. Was Sie hier sehen, ist eine Natura, die ihre Kinder schmiedet. Sie hat also einen Schmiedehammer in der Hand. Ist eine durchaus verbreitete, für uns ganz unvertraute Darstellungsweise, auch ganz typisch für die frühen Eiszeit, solche Vorstellungen, von denen wir erstmal kaum was anfangen können. Die schlägt also nicht ihre Kinder, sondern sie ist eine aktiv eingreifende Natur, ein Stück weit losgelöst aus einem religiösen Rahmen, der natürlich sozusagen weiter außen durchaus mitgedacht wird. Aber hier wird schon sehr früh in der Renaissance dargestellt, dass Natur etwas ist, was aktiv etwas hervorbringt und was natürlich in einer menschlichen Umgebung auch, mit dem man in einer menschlichen Umgebung auch kommunizieren kann. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel hier, die vielbrüstige Nährwanderin, jetzt habe ich natürlich ihre Form vergessen, hier oben sehen wir ganz klar, auch das eine alternative Naturvorstellung, die natürlich auch Möglichkeiten beinhaltet, ein Verhältnis zur Natur zu entwickeln, was zum Beispiel auf Nutzung oder auch auf, ja, man müsste fast sagen, Kollaboration mit solchen Figuren hinausgeht.